Hallo, heute möchte ich euch aus meinem Buch Vom Ernst des Lebens vorlesen, das von der ungewöhnlichen Freundschaft in den 1950er Jahren handelt. Raoul de la Roches Laden war ein verwinkeltes, von außen unscheinbares Gebäude, das ihnen genauso eindrucksvoll wirkte wie er selbst, da es wahre Schätze beherbergte. Bücher hatten schon immer eine unglaubliche Anziehungskraft auf Rupert gehabt. Hier stapelten sich Folianten, Sachbücher, Kataloge und antiquarische Romane, penibel nach Genre geordnet bis unter die Decke, zu der eine mit den Regalen verbundene bewegliche Leiter führte. Über allem schwebte eine heimliche Mischung aus Staub, Kaffee und Pfeifenduft. Unwillkürlich fragte sich Rupert, ob Raoul all diese Bücher gelesen hatte. Wundern würde es ihn nicht. Seine Theorie war, dass Leute, die sehr viel lasen, selten den Mund aufmachten. So, das war's. Rest selbst lesen. Danke fürs Zuhören. Ciao.